Und dann kam die Welle, also so wie ein Tsunami. Wir sind immer noch im Katastrophenmodus. Man weiß auch nicht richtig, wie es jetzt weitergeht. Der kleine Ort Braunsbach im Norden Baden-Württembergs wurde Ende Mai in ganz Deutschland bekannt, als eine Sturzflut das Dorf verwüstete. Wir wollen sehen, wie es nun wenige Wochen später hier aussieht. Die Schäden sind immer noch allgegenwärtig. Häuser mussten abgerissen werden oder sind unbewohnbar. Straßen sind gesperrt. Überall wird repariert, saniert, neu gebaut. Was sind die dringendsten Probleme? Ja, wir sind immer noch im Katastrophenmodus, nach wie vor, Minimum bis Ende Juli. Es müssen immer noch Wasserleitungen und Abwasserkanäle geflickt werden, die sind teilweise noch kaputt. Wir müssen die Zuwegungen noch herstellen zu den Häusern, teilweise Häuser noch abreißen. Ausschlaggebender Punkt war ursprünglich mal dieser Bach, was man hier auch sieht, dieser Bach. Das ist ja, der sieht ja nach nichts aus jetzt hier. Das sieht nach nichts aus. Wenn man überlegt, es hat auch geregnet die letzten Tage und trotzdem so wenig Wasser, wie hier läuft. Und aus diesem Bächlein sozusagen ist diese reißende Flut geworden. Großes Glück, in Braunsbach ist niemand ums Leben gekommen. Doch die Kosten für den Wiederaufbau werden auf rund 100 Millionen Euro geschätzt. Viele Geschäftsleute im Ort hat es hart getroffen. Das war mal früher die gute Stube, ne? Wenn man so sieht, hier war eine Theke gestanden, aber ist jetzt alles makulaturisch, alles kaputt. Musste man entfernen, weil es total verschlammt, verdreckt, aufgewollen waren. Hier waren die Sitzgarnituren, Tische, Bänke. Aufgeben will Philipp nicht, er war gut versichert. Dennoch wird es wohl bis zum Mai 2017 dauern, bis der Gasthof wieder öffnen kann. Rückblende, 29. Mai 2016. Aus seinem Zimmerfenster im Obergeschoss filmt einer der Gäste des Gasthofs die Sturzflut. Das Video verbreitet sich schnell im Netz. Jeder war an sich schockiert, wie die Autos da an die Wand hinbatscht waren und so weiter. Das war ja furchtbar, ne? Da hat es nur Kracht und ein riesen Höllenlärm. Ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und in dem Moment dachte mir an unsere Autos gar nicht. Mir dachte erstmal ans nackte Leben, sagen wir mal so. Hört sich vielleicht ein bisschen dramatisch an, aber ist so. Auch das Reisebüro von Stefan Teidigsmann ist der Flutkatastrophe zum Opfer gefallen. Der Unternehmer ist jetzt komplett von seinem Kanuverleihgeschäft abhängig. Was war hier drin? Wie groß ist der Schaden? Hier in dem Bereich hatte ich mein Büro, auf der anderen Seite mein Lager. Mein Schaden war ca. mit verlorenen Booten knapp 30.000 Euro. Wie kommen Sie denn jetzt übers Jahr, über diese Saison? Über den Sommer werde ich noch kommen, dadurch, dass ich über den Sommer Einnahmen habe. Der Winter wird der entscheidende sein. Wenn jetzt zu wenig Einnahmen kommen im Sommer, kann sein, dass es mich im Winter erwischt. Manche Häuser sind derart beschädigt, dass die Bewohner ausziehen mussten. Sie sind vorübergehend in der Umgebung bei Verwandten, Bekannten, in Pensionen oder Pfarrhäusern untergekommen. Nur für wie lange? Ich weiß es selber noch nicht, ob es stehen bleiben kann. Es sind auch schon Gutachter hier gewesen, aber es zieht sich schon einige Wochen hin. Es ist ein sehr bedrückendes Gefühl, wirklich. Also man weiß auch nicht richtig, wie es jetzt weitergeht. Und das macht einen ziemlich mürb. Fest steht, das Dorf wird nie mehr so aussehen wie vor der Flut. So eine Sturzflut natürlich kann auch Visionen bringen, ja? Das muss man auch sagen. Ideen, wie kann man so einen Ort jetzt auch wieder neu aufbauen. Wir müssen ihn aufbauen, also kann man es dann auch richtig kreativ, gut und nachhaltig aufbauen. Das Schlimmste ist überstanden, Braunsbach fängt neu an. Doch bis das Dorf komplett wieder aufgebaut ist, werden noch mehrere Jahre vergehen. Martin Sümening für Spiegel Online aus Braunsbach.